Da sind wir wieder bei Nightmare Boy. Nach dem letzten holprigen Part sind wir jetzt hier. Ich bin schon mal ein bisschen zurückgegangen. Also ich bin jetzt von unten rechts nach hier gegangen, um noch die restliche Karte abzugraben. Also wir können auf jeden Fall hier unten gucken. Danach haben wir hier rechts auf jeden Fall noch was vor uns. Und wir können noch müssen noch hier hin, weil hier war noch irgendwie so ein Teil von dem einen Hampelmann, den wir auf jeden Fall noch zusammenschließen müssen. Denn diese Teile hier, habe ich jetzt hier gesehen, von diesem fliegenden Dingenskirchen da, ist die Schulter, die wir im letzten Part gefunden haben. Ja, da bin ich mal gespannt. Ach, das war das. Genau. Hier können wir nach unten. Oha, was geht denn hier ab? Ich glaube aber, ich sollte trotzdem abspeichern. Jetzt muss ich nochmal da hoch, na super. Und dreht sich das nicht? Na, jetzt dreht sich das. Naja, vielleicht wäre das mal schneller oben. Was hatte ich denn für ein Problem, ey, beim letzten Mal? Wir speichern auf jeden Fall ab. Ich wollte eigentlich, dass ich so eine... dass ich mich umbringe dann. Ah, das sieht mir zu gefährlich aus. Ich laufe dann lieber nochmal darüber. Ich mache mir lieber mal einen Zwischenspeicher. Stand. Und dann passt das. Man weiß ja nie. Weiter geht's. Okay, was gibt's denn hier so? Was ist das denn für eine Tentakel, ey? In so einer komischen Brille. Ja, vielleicht hätte ich doch nicht speichern müssen. Das sah, glaube ich, nur auf den ersten Blick so gefährlich aus. Dieser Ninja-Typ ist übrigens richtig gut. Jetzt denn hier runter, da. Oh, ist das auch... das ist auch eine von denen, ne? Ich glaube, ja. Also wenn die nicht grün wäre, wäre sie hübsch. Okay, und der Piercing müsste weg. Rohlock, bist du das? Die hat ein Loch im Bauch. Nein, es tut mir leid. Wow, du bist identisch. Ich wäre verrückt zu denken, dass du noch immer am Leben bist. Kämpfst du jetzt mit mir oder gibst du mir ein Power-Up? Ich sehe so aus, weil Balder mich verwandelt hat. Ja, der alte Stinkstiefel, den müssen wir auch noch kriegen. Balder, durch ihn wurde mein Vater verrückt. Oh. Ich muss ihn finden und töten. Oh, er will ihn töten. Ich dachte, er wollte ihn nur finden. Dann kann ich nach Hause gehen. Von töten war noch nie die Rede. Also da bin ich aber nicht einer Meinung mit dir. Und das Blatt wird sich wenden. Ich bin übrigens Peggy, die Schwester von Rohlock und Menonia. Ah, also ist das quasi meine Schwester. Du warst derjenige, der sein Herz an einen Träumer verlor. Verliebten uns durch eine einzige Berührung und als sie aufwachte, ging mein Herz mit mir. Mit ihr. Wie traurig. Richtig ironisch. Wie willst du Balder allein besiegen? Nämlich ihm rechts und links eine Verballer. Sobald ich ihn sehe, werde ich ihn ordentlich zusammenschlagen. Ja, so ähnlich. So ähnlich, wie ich gesagt habe. Genau. Ich bezweifle, dass das genug sein wird. Nimm dies, es wird dir ein wenig helfen. Ein Power-Up. Kann ich damit jetzt Eis kaputt machen? Irgendwas mit Elektro. Neuer Zauber erworben. Blitzregen. Wenn du ihn verwendest, werden alle deine Feinde in der Nähe von Blitzen getroffen. Das ist nice, glaube ich. Das kann, sollte ich nicht hier einsetzen. Wenn du ihn findest, zerstöre ihn. Mache ich. Mademoiselle, würde ich gern austesten. Oh, es geht noch nach rechts. Aber es war links. Oh, eine Eispassage. Oh, was?
Also hier ist der Schwierigkeitsgrad nochmal angehoben. Vor allem, weil es jetzt auch noch rutschig ist. Was? Hat gar nichts gebracht? Der Blitzregen. So, bestimmt, weil kein Feind hier in der Nähe war. Was ist das für ein Eskimo, ey? Oha. Da muss man auf jeden Fall von hinten besiegen, weil, ja, von vorne ist es ein bisschen schwieriger. Boah, die Steuerung ist echt schwer hier auf dem Eis. Boah. Ein Schneemann. Hier geht's nach rechts. Okay, nach links ist ein bisschen schwer da hinzugehen, glaube ich. Hallo, wachst du bitte auf? Also man befreit sich daraus mit Schlagen. Nein! Tot! Verdammte Scheiße. Ich glaube, wir gehen doch erst nach links, weil als Passage könnte noch ein bisschen zu schwer für uns sein. Zum Glück habe ich einen Zwischenspeicherplatz gemacht. Hier haben wir jetzt auf jeden Fall den Blitzregen. Ey! Wollte da her, Mann! Ach, jetzt ist zu. Gehen wir nach links. Und jetzt speichern wir hier ab. Ich habe genug Edelsteine dafür zum Abspeichern. Du brauchst mich gar nicht erst fragen. Ja, ich möchte speichern. Weiter geht's. What the fuck? Also ich bin beide Seiten unsympathisch ab jetzt. Autsch. Okay, das ist eine Decke. Es war so klar, dass er mich trifft. Ich brauche Bomben hierfür. Okay, die habe ich natürlich noch nicht. Irgendwie funktioniert der Blitz nicht, aber es war noch schon wieder kein Gegner in der Nähe. Ja, dann, hey, warum komme ich nicht mehr zurück? Okay. Dann versuchen wir jetzt nochmal eine Eispassage. Hier kriegen wir bestimmt den Feuerzauber dann. Ist ja schön und gut, ey, aber ich finde immer noch, dass diese kleinen Mistbiester einfach nur störend sind. Okay, ich glaube, dieser Blitz ist ein Instant KO. Da wollte ich nicht schlagen wegen diesen scheiß Viechern schon wieder am Boden. Ach, die sind so nervig. Wieder der Schneemann. Dann gehe ich einfach nach rechts. Möchte mich da nicht herquetschen.
Sieht aus wie Homer Simpson. Wir haben Homer Simpson gefunden. Brauche ich gar nicht. Anton hat auch keine Chance gegen uns. Einfach unbesiegbar. Fast. Fast unbesiegbar. Oh, jetzt bin ich mir runtergefallen. Toll. Sollst du nicht den Kopf stoßen, Alter. Haben wir auch mal Simpson kaputt. Das war knapp, ey. Das ist blöde Rutschen. Hier geht's auch weiter nach rechts. Was ist da links? Ach, gehen wir erstmal nach rechts und gucken, was da ist. Au! Ah! Unfassbar! Unfassbar! Wenn man einmal gucken, was da oben ist und dann passiert sowas. Man aber sofort alles nochmal machen muss, ey. Das ist echt. Das ist echt anstrengend. Die auch einfach einen Blitz einsetzen können. Dann hätte ich wenigstens noch ein bisschen Stamina gehabt. Oder Ausdauer, wie auch immer. Ja, den einfach mit einem Hit killt, ey. Das ist cool. Die vereisen mich nur, das ist ja nicht so schlimm. Greif ihn doch an, Mann! Ich will den Screen nicht wechseln. Scheiße! Boah, das war fies. Jetzt gucke ich mal, was links ist. Ah, hier ist. Jetzt lädt mein Stamina auf, das gefällt mir. Glaube, hier ist gar nicht mehr so viel, oder? Ne, hier ist irgendein Rückweg. Ach so, ah, hier sind wir. Wo ich mich eben gecheatet habe, kann man sagen. Aber hier ist ja nichts mehr. Aber hier müsste. Ist dann bestimmt noch so ein Teil von dieser Rüstung davon. Wie auch immer der heißt. Hier ist eine Schatzkiste. Wie besiege ich das Vieh hier eigentlich? Ach, hier sind ja nur Münzen und sowas drin. Ach, lassen wir den einfach. Ah, scheiße. Au. Und gehen wir einfach zurück. Und dann nach rechts. Es ist wirklich nicht einfach, bei dem Rutschigen zu springen. Boah, sah das bescheuert aus. Boah. Oh.
Das müsste mal einer die Game Overs hier zählen. Das waren bestimmt schon einige. Hier kann man einfach durchlaufen. Ja, ohne zu springen. Dann gibt es ja sowieso Leben. Der guckt, ey. Erinnert mich an irgendeinen. An irgendwen erinnert er mich, aber ich weiß nicht an wen. Aber irgendwie alle, die erinnern mich an irgendwen. Der Schneemann stirbt wieder vor dem Mobbing-Opfer. Der braucht 4 Hitze da. Freak. Wow, da hab ich mich mit. Oh, ich habe auch noch Glück gehabt. Wow, ich habe nochmal Glück gehabt. Jetzt haben wir über den Abgrund rüber, ey. Ach, jetzt wurden die noch nicht mal getroffen, oder? Ah, doch, der eine. Okay. Naja, immerhin. So, jetzt darfst du aber nicht. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Geh da hoch, Mann. Wenn man leicht lenkt, ey, das ist richtig viel. Okay, hier waren wir noch nicht. Man sich echt dran gewöhnen, ey. Wie kann mich denn bitte das schlagen? Man darf einfach nicht nachlenken. Okay, wie komme ich jetzt da hoch? Oh, wenigstens habe ich das Herz bekommen. Er schlägt einfach irgendeinen, mit dem ich gar nichts mehr zu tun habe. Nein! Oh, scheiße. Ich weiß mal, bis ich auf der anderen Seite bin. Vielleicht ist da irgendwas. Ja, oh, hau ihn erstmal in die Fresse. Ah, scheiße. Oh, das gibt's doch gar nicht. Mann. Gar nicht so einfach, wenn sich beide bewegen. Was? Bewegt sich das Ding nicht mehr? Oh. Kannst du noch um Stunden handeln? What? Sind jetzt auf einer Höhe? Gibt's ja. Warum schneidet es übrigens in einer Eishöhle? Hat er das eingeeist? What? So, könnte ich das auftauen? Nö. Dann verstehe ich's nicht. Oha. Okay, jetzt wird's
Eine Art unsichtbarer Sprung hier. Ha, aber geschafft. Muss ich überhaupt hin hier? Okay, nach links geht's und nach rechts geht's. Geh mal nach links. Eine Schatztruhe. Yay. Nein! Was, wie bin ich denn da noch drauf? Jetzt muss ich nach rechts. Eigentlich ist er tot. Ups. Egal, Hauptsache durch. Man muss sich echt dran gewöhnen, also. War ich hier schon mal? Da oben. Nein! Ach, ganz ruhig. Ganz ruhig. Okay, sind nur Juwelen. Eine Schatztruhe. Das ist blöd, wenn die Juwelen alle wegfallen. Oh, aber ich habe Glück gehabt. Unten auch was. Tut mir leid. Es war halbmäßig geplant. Also ich wollte zwar, dass mich einer trifft, aber nicht doppelt. Da oben gibt es Mana, aber den brauche ich nicht. Habe ich ja noch. Hab ich irgendwas vergessen? Nö, ich glaube nicht. Ne. Weiter geht's. Muss man sagen, am Speicherplatz kommen. Boah, kein Speicherplatz. Ich glaube, ich muss dem entweder ins Maul schießen. Ich sag mal eben kurz ein bisschen leben. Okay, das zieht ihm gar nichts ab. Zieht ihm auch nichts ab. Hä, was muss ich denn machen? Muss ich wirklich eine Stampfattacke irgendwie auf den machen? Ey, das war unfair.
suche ich jetzt gleich mal. Direkt tot! Yo! Und jetzt nochmal alles nochmal laufen. Oh Mann. Okay, Leute, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Im nächsten Part werden wir dem Drachen das Fell über die Ohren ziehen. Egal wie, auf jeden Fall werden wir es tun. Ich hoffe, euch hat dieser Eispart gefallen. Dieser komischen Eiswelt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao.